Beim Gebärmutterkrebs ist es so, dass wenn es zu einem Rückfall kommt, dieser Rückfall in der Regel nicht mehr heilbar ist. Beim Darmkrebs dagegen gibt es spezielle Fälle, wo ein Rezidiv durchaus geheilt werden kann. Und deshalb ist diese sehr dezidierte und sehr ausführliche Nachsorge dann für die Patienten indiziert. Also das ist auch wieder ein Gespräch, eine körperliche Untersuchung, aber jetzt tatsächlich auch eine Tumormarkerbestimmung. Das können Spiegelungen sinnvoll sein und auch Bildgebungen. Und eben hier konnte gezeigt werden in vielen, vielen Studien, dass die Patientinnen und Patienten eben profitieren, weil diese Kuration im Rezidiv erreicht werden kann. Also weil es Fälle gibt, wo man eben dieses Rezidiv wieder so behandeln kann wie den Ersttumor. Und das ist aber der Unterschied zum Gebärmutterkrebs oder auch zum Eierstockkrebs. Vielleicht auch zum Brustkrebs. Da scheiden sich gerade die Geister und eventuell wird sich da in der nächsten Zeit was ändern. Nächste Folie bitte. Weiter, genau. Ich wollte Ihnen hier nämlich mal zeigen, das sind jetzt Darmkrebspatienten, die Lebermetastasen haben nach der Ersterkrankung, also die tumorfrei waren und in der Nachsorge wurden Lebermetastasen entdeckt. Und diese Lebermetastasen wurden operiert und Sie sehen, dass eine ganze Reihe dieser Patienten dann tatsächlich auch ein Langzeitüberleben erreichen konnten. Deshalb macht die intensive Nachsorge Sinn. Nächstes Dia. Das sieht man jetzt hier, dass eben auch ein Überleben 10 Jahre nach einer Operation von Lebermetastasen möglich ist. Da hat man vor 15 Jahren auch noch ganz anders drüber gedacht. Muss ich sagen, da hat es auch geheißen, in dem Moment, wo Lebermetastasen beim Darmkrebs da sind, dann ist der Patient nicht mehr heilbar. Aber wir entwickeln uns ja weiter in der Medizin, Gott sei Dank. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir sagen können, einen gewissen Prozentsatz der Patienten mit operablen Lebermetastasen können wir ein Langzeitüberleben oder eine Heilung ermöglichen. Und daher die intensive Nachsorge. Nächstes Tier. Hier sehen Sie es nochmal, einmal nochmal klicken, Frau Gollen, bitte. Ja. Danke, dass durch auch eine Radiofrequenzablation ein mittleres Überleben von 40 Monaten bei Lebermetastasen erreicht werden kann. Und genau weil wir das natürlich für Sie erreichen wollen, haben wir die Nachsorge auch so intensiviert. Nächstes Dia. Das sehen Sie jetzt im unteren Teil des Bildes, also Darmkrebs im Stadium 2 oder 3, da werden ganz viele Untersuchungen gemacht und die zielen darauf ab, zum Beispiel operable Lebermetastasen oder jetzt zukünftig auch Lungenmetastasen frühzeitig zu finden, um ihnen dann auch noch eine Heilung zu ermöglichen. Ich hoffe, das hat es jetzt ein bisschen plausibel gemacht. Also wenn wir in der Nachsorge die Möglichkeit haben, einen Rückfall wieder lange Zeit gut zu behandeln oder auch zu heilen, dann machen diese Untersuchungen und auch Tumormarkerbestimmungen Sinn. Wo es eben keinen Sinn macht, waren die ersten beiden Beispiele, zum Beispiel eben Gebärmutterkrebs oder Eierstockkrebs. Und der Brustkrebs, der ist so ein bisschen dazwischen, muss ich sagen, weil da lernen wir gerade aus neuen Studien, dass es vielleicht auch beim Brustkrebssituationen gibt, dass man mit Lebermetastasen nach einer lokalen Therapie auch ein Langzeitüberleben hat. Aber das ist die Studienlage eben noch nicht so, dass man das jetzt einfach so empfehlen kann. Da müssen wir weiter lernen und dann werden sich auch entsprechend die Leitlinien dahingehend ändern. Bin ich sehr davon überzeugt. Bin ich auch ein großer Verfechter davon. Bitte weiter. Nochmal, wie lang soll jetzt die Nachsorge dauern? Beim Brustkrebs habe ich Ihnen gesagt, Nachsorge bis zu 10 Jahre, weil eben auch in dem Zeitraum zwischen 5 und 10 Jahren nach der Erkrankung noch Rückfälle auftreten. Beim Darmkrebs ist es anders. Da treten in den ersten beiden Jahren 80% der Rückfälle auf.
Und nach 5 Jahren findet man praktisch keine neuen Rezidive. Das sind dann eigentlich schon Zweiterkrankungen. Und deshalb machen wir beim Darmkrebs die Nachsorge eben auch begrenzt nur 5 Jahre. Nächstes Dia. Sehen Sie hier nochmal, das sind die Rezidive. Sehen Sie ganz klar bei den beiden Kurven, also Sie sehen wieder Stadium 2 und Stadium 3, da treten eben die Rezidive ganz am Anfang nach der abgeschlossenen Ersttherapie auf. Und ganz nach 5 Jahren eben nur noch ganz wenige. Und deswegen hört die Nachsorge da auch auf. Nächstes Bild. Das ist auch ganz klar in unserer S3-Leitlinie so verankert. Wir machen die Chemotherapie, dann machen wir die Nachsorge bis zum 5. Jahr. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was kommt denn dann danach? Da kommen wir aber dann auch noch dazu und können dann auch im Anschluss noch diskutieren. Nächste Folie. Ein Punkt, der auch noch wichtig ist, Nachsorge bei älteren Patienten, ist es sinnvoll oder ist es eher eine Übertherapie? Bitte weiter. Es gibt nicht diesen berühmten Alterskrebs, das höre ich immer wieder. Also der existiert eigentlich nicht. Krebs ist Krebs und der ist im Alter genauso aggressiv wie in jüngeren Jahren. Das heißt, das Risiko, dass ein Rezidiv kommt, ist im Alter genauso groß wie bei jüngeren Patienten. Also es unterscheidet sich eigentlich kaum zwischen einem 65-jährigen und einem 80-jährigen Patienten. Weiter. Wenn man jetzt sagt, 80-jährige Männer haben noch eine durchschnittliche Lebenserwartung von über 7 Jahren und bei Frauen, das kommt im nächsten Punkt, da ist es sogar über 9 Jahre, dann macht es natürlich auch absolut Sinn, auch 80-jährige Patienten auch genauso nachzusorgen wie jüngere Patienten. Auch hier ist, wie jetzt beim Darmkrebsbeispiel, so die Option, dass man erneut eine Heilung erzielen kann, die bleibt erhalten, egal ob der Patient 65 ist oder 80. Weiter. Man kann eventuell lokale Therapieverfahren anwenden, gerade bei den älteren Patienten wichtig, die vielleicht etwas nebenwirkungsärmer sind als eine Chemotherapie, wenn man eben so ein Rezidiv rechtzeitig findet. Nächster Punkt, bitte. Und man kann natürlich durch einen früheren Behandlungsbeginn tumorbedingte Organfunktionseinschränkungen vielleicht vermeiden, auch bei den älteren Patienten. Und das bezieht sich jetzt auch immer noch auf die Darmkrebserkrankung. Bitte weiter. Also gibt es eine Altersbegrenzung in der Nachsorge? Nächstes Dia. Eigentlich nein. Und wir profitieren hier auch wieder von den Studien. Es wurden Patienten bis 87 Jahre in die Nachsorge eingeschlossen werden. Es gibt keine Altersbegrenzung. Aber natürlich muss man gucken, wie ist der Patient beieinander. Also ich sage jetzt mal gerade ab einem Alter, ab 80, da gibt es große Unterschiede. Es gibt 80-Jährige, die sind eher 70 und es gibt 80-Jährige, die sind eben eher älter durch Vorerkrankungen und andere Krankheiten, die sie haben. Also das muss uns auch leiten, aber es sollte uns nicht davon abhalten, das Alter zu sagen, ach nee, der wird jetzt eh in ein paar Jahren tot sein, der erlebt sein Rezidiv gar nicht. Das wäre falsch. Bitte weiter. Und das ist was, das habe ich so mit einem Auge auch im Chat so ein bisschen mitverfolgt. Was passiert denn eigentlich, wenn die 5 Jahre strukturierte Nachsorge um sind? Wer kümmert sich denn dann eigentlich? Und das ist tatsächlich ein großer Diskussionspunkt. Frau Gollen, bitte eins weiter. Es existiert dieser Nachsorgeplan und danach gibt es wenig Patienten, die noch ein Rezidiv haben, aber es gibt ganz, ganz viele Patienten, die weitere medizinische Probleme haben, die eben unter diesen Spätfolgen leidet. Und die Frage ist, die Gretchenfrage, wer übernimmt denn dann eigentlich die Nachsorge? Nächstes Dia. Weiter. Es gibt die eine Meinung und die andere Meinung. Einmal wird gesagt, das ist Aufgabe des Onkologen, Vorsorge, Behandlung, Nachsorge, das gehört alles in eine Hand.
Und umgekehrt gibt es aber die andere Meinung auch, das ist eher hausärztliche als fachärztliche Aufgabe. Und ich muss sagen, ich glaube, nach einem bestimmten Zeitpunkt ist es sehr legitim, dass die Nachsorge durch die Hausärzte übernommen wird, die auch näher am Patienten dran sind, die die Patienten in der Regel besser kennen als wir Fachärzte. Aber es sollte immer in Abstimmung sein mit dem vormals behandelnden Onkologen oder zumindest mit einem Fachvertreter, weil natürlich kennt auch ein Hausarzt nicht alle Spätfolgen oder Risiken für Leukämien nach bestimmten Chemotherapien, die dann auch nach 10 Jahren auftreten können oder für Herzmuskelschwächen, die auch erst nach vielen Jahren auftreten können. Also mein Credo wäre, dass die Hausärzte und die Fachärzte gerade in der Nachsorge besonders gut auch miteinander kommunizieren und miteinander zusammenarbeiten. Natürlich können wir Onkologen nicht alle Nachsorgen übernehmen. Also die Patienten, die überleben und in die Nachsorge gehen, die werden ja durch die modernen Therapien glücklicherweise immer mehr. Und das schaffen wir gar nicht. Also das heißt, wir sind irgendwo auf die Allgemeinmediziner, auf die Hausärzte, auf die niedergelassenen Internisten auch angewiesen in der Onkologie, dass die uns unterstützen. Und ich glaube, am besten ist es in der Zusammenarbeit, und das ist dann auch auf dem nächsten Dia nochmal zusammengefasst. Wer ist wichtig in der Nachsorge? Das sind die Fachärzte und die Hausärzte zusammen. Das sind aber auch Therapeuten, die sich um Spätfolgen kümmern. Das sind Menschen, die sie seelisch unterstützen, wie zum Beispiel Psychoonkologen, oder die Selbsthilfegruppen spielen da auch meines Erachtens eine große Rolle, oder zum Beispiel auch Diätassistenten und Ernährungsberater. Und damit sind wir durch meinen zweiten Abschnitt durch. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das jetzt plastisch erklären, warum es solche Unterschiede in der Nachsorge gibt und warum manche Untersuchungen sinnvoll sind und manche weniger sinnvoll. Und dann würde ich wieder an die Frau Penzkofer abgeben. Vielen Dank, Frau Schilling. Ich hoffe, Sie sehen jetzt wieder meine Präsentation und ich würde ganz gerne noch mal aufgreifen, was Sie auch schon so schön beschrieben haben, diese Unsicherheit bei Betroffenen, die natürlich, wie Sie auch gesagt haben, aus ärztlicher Sicht gut nachvollziehbar sind, dass sich Betroffene fragen, welche Nachsorgeuntersuchungen sind denn für mich sinnvoll und ist es nicht besser, je mehr Untersuchungen ich habe? Und Sie hatten dazu ja auch schon gesagt, mehr Untersuchungen sind nicht immer sinnvoll und deswegen, da möchte ich jetzt noch mal anknüpfen. Es gibt einfach sehr, sehr viele Untersuchungen, die möglich sind. Und der wichtige Punkt, den ich da auch noch mal rausgreifen möchte, ist, dass es wichtig ist, dass man sich als Betroffener mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt vorab auch darüber austauscht, welche Folgen hat denn eine Untersuchung oder ein Test für mich? Welchen Nutzen kann ich davon erwarten? Welche Folgen kann das haben? Bin ich bereit, mit diesen Folgen, die sich aus so einem Test oder einer Untersuchung ergeben können, umzugehen? Und Sie hatten ja auch schon einige Beispiele, Frau Schilling. Und ich möchte auch noch ein paar Beispiele einfach aus unserer Praxis rausgreifen, Anfragen, die bei uns tatsächlich auch immer wieder gestellt werden. Und ein Teil, der war bei Ihnen ganz vorne versteckt, hat man sich ja nicht gut gesehen bei den Zweittumoren. Da hatten Sie ja auch nach Brustkrebs als Zweitumor aufgeführt, nach Brustkrebs, wenn man eine Tamoxifen-Behandlung hat, das Risiko für ein Endometriumkarzinom, also ein Gebärmutterkrebs. Das ist erhöht und bei uns kommt dann immer wieder die Frage, wäre es nicht sinnvoll, eine Sonografie zu machen? Und tatsächlich ist es eben so, dass in den Leitlinien diese Ultraschalluntersuchung über die Scheide nicht empfohlen wird, sondern dass es da eine regelmäßige, sorgfältige Untersuchung und eine Erhebung der Krankengeschichte, dass es darauf ankommt. Da wird eben auch immer abgefragt, ob es zu
außerplanmäßigen, sage ich jetzt mal, Blutungen kommt. Und wenn solche Blutungen auftreten, dass man eben dann nochmal dieses Risiko abklärt und dann tätig wird, wenn sowas berichtet wird. Und das andere ist auch von Frau Schilling ja schon angesprochen worden, die Tumormarkerbestimmung, wo man auch denken würde, naja, also wenn ich so einen Tumormarker bestimme, dann habe ich eine gewisse Sicherheit, wenn der unten ist. Und diese Fragen kommen bei uns zu Brustkrebs, zu Lungenkrebs, zu Prostatakrebs. Und da möchte ich auch noch mal ein Beispiel mitbringen oder auf ein Beispiel eingehen von einer Patientin, die Brustkrebs hatte und deren linke Brust vollständig entfernt wurde und die sich jetzt also mit der Frage an uns wendet, dass kurz vor der Operation ihr CEA-Wert bei 87 lag und jetzt ist der Wert bei 24. Vor 2 Monaten war er bei 15. Das heißt, er steigt wieder an. Bis zum nächsten Nachsorgetermin sind es aber noch weitere 2 Monate. Meine Hausärztin hatte die Tumormarker abgenommen. Soll ich auf den Nachsorgetermin warten oder vorher für eine Untersuchung sorgen? Und das ist jetzt tatsächlich so eine Situation, die äußerst ungünstig ist, wo man vielleicht vorher hätte drüber sprechen sollen. Vielleicht ist es auch gemacht worden, wir wissen das ja nicht. Aber wo jetzt die Patientin einfach unsicher ist durch diesen Tumormarkerwert und nicht weiß, was sie tun soll und so ein bisschen jetzt bei uns eben Rat sucht, was sie jetzt machen soll. Wir würden natürlich in der Situation sie früher zu ihren Nachsorgeärztinnen und Ärzten schicken, einfach, dass das weiter abgeklärt wird. Aber es ist natürlich die Frage, noch besser wäre gewesen, vorher mit der Hausärztin gemeinsam zu überlegen, was machen wir denn mit dem Tumormarkerwert und macht es Sinn, den tatsächlich abzunehmen? Oder da wäre vielleicht auch ein Austausch zwischen Hausärztin und Fachärztin sinnvoll gewesen. Wie gesagt, wir können in der Situation immer nur das aufgreifen, was an uns herangetragen wird. Vielleicht hat auch ein Austausch stattgefunden. Es ist bei der Patientin nicht angekommen, wissen wir alles nicht. Nur die Betroffene ist jetzt einfach extrem verunsichert durch diesen steigenden Wert. Und das sind ja immer wieder Fragen, die bei uns tatsächlich ankommen. Und das hatten Sie auch schon erwähnt, Frau Schilling, eine Suche nach Metastasen zum Beispiel. Da ist auch dann die Frage, wenn ich tatsächlich eine Metastase finden würde, würde denn das mein Überleben verbessern oder würde ich nur länger wissen, dass ich eben eine Metastase habe? Und das sind solche Dinge, die ich jetzt gerade hier rausgreifen möchte, dass es ganz, ganz wichtig ist, wenn man Nachsorgeuntersuchungen hat, dass auf der einen Seite natürlich da ist die Patientin oder der Patient mit einer berechtigten Sorge über die Erkrankung, wo bestimmte Erwartungen oder auch vielleicht Fragen auftreten. Und auf der anderen Seite der Arzt oder die Ärztin, die ein gewisses Fachwissen hat, die natürlich auch auf einen Erfahrungsschatz, auf die Leitlinien und auf verschiedene Studien zurückgreifen kann. Und das Wichtige ist eben dieser Austausch und das gemeinsame Abwägen, dass man dann gemeinsam eine Entscheidung treffen kann, welche Nachsorgeuntersuchung vielleicht in dem Fall jetzt sinnvoll ist und welche Konsequenzen daraus resultieren. Und ich habe jetzt nochmal 2 Beispiele mitgebracht, wo dieser Austausch nicht gut funktioniert hat. Wir wissen nicht, warum. Das möchte ich nochmal an der Stelle betonen. Bei der einen Beispielanfrage ist es eine Patientin mit Gebärmutterhalskrebs, die vor 10 Jahren erkrankt war. Und sie schreibt das in ihrer E-Mail, dass der wegen der Vorsorgeuntersuchung so früh erkannt wurde. Und sie ist auch sehr froh, dass er so früh erkannt wurde, konnte gut behandelt werden. Sie hat jetzt keine Probleme mehr und geht zur Untersuchung und schreibt, jetzt wurde mir gesagt, dass man seit letztem Jahr nur noch alle 3 Jahre einen Abstrich machen lassen kann. Wenn ich einen Abstrich machen möchte, muss ich das selber bezahlen. Ist diese Aussage von der Frauenarztpraxis richtig? Warum? Wenn bei vielen Menschen, die einmal im Jahr zur Vorsorge gehen, kein Abstrich genommen wird, dann gibt es mehr Patienten mit gestreuten Zellen, denen dann nicht mehr geholfen werden kann. Und da ist in der Kommunikation etwas schief gelaufen. Bei der Patientin ist eine Sachinformation nicht angekommen. Ob sie nicht gegeben wurde, können wir nicht sagen, aber es ist nicht angekommen, dass sich tatsächlich bei der Vorsorge was geändert hat, dass eben ab dem Alter von 35 Jahren
ein Pap-Abstrich und ein HPV-Test gemeinsam gemacht wird und dass das tatsächlich in Studien sich gezeigt hat, dass das alle 3 Jahre gemacht werden kann und dass es eine gute Sicherheit gibt. Und wie gesagt, den Grund dafür wissen wir nicht. Es ist aber bei der Betroffenen diese Sachinformation nicht angekommen. Und hier ist nochmal ein Beispiel, wo es auch um den Austausch geht. Das ist eine Patientin mit Gebärmutterhalskrebs vor einigen Jahren, wo sie sagt, mein behandelnder Gynäkologe verweigert mir eine Bildgebung, MRT oder CT zu der derzeitigen rein klinischen Nachsorge. Eine Bildgebung wäre nicht sinnvoll, weil mein Narbengewebe nicht von einem Rezidiv unterscheiden könne. Mir ist eine Bildgebung jedoch wichtig. Ich möchte das Richtige für meine Nachsorge tun. Die Begründung meines Arztes erscheint mir nicht schlüssig. An wen kann ich mich wenden? Ich möchte wissen, was das Richtige für meine Erkrankung ist und warum. Und hier ist tatsächlich die Sachinformation richtig. Also es ist tatsächlich so, dass bei einem auffälligen Befund in der Nachsorge eine Bildgebung symptomorientiert gemacht würde, aber nicht ganz generell. Und es ist auch korrekt, dass kurz nach Operationen so eine eindeutige Unterscheidung in der CT- oder MRT-Untersuchung nicht möglich ist. Und das ist das, worauf ich hinaus will. Hier ist die Sachinformation gegeben worden, aber sie ist bei der Patientin nicht richtig angekommen. Und deswegen möchte ich nochmal hier auf diese Folie zurückkommen, dass es so wichtig ist. Und es ist nicht einfach, das weiß Frau Schilling sicher auch, dass man sich austauscht und dass eine Kommunikation stattfindet und dass man sicherstellen muss als Arzt oder Ärztin, dass es bei Patient und Patientin richtig angekommen ist, beziehungsweise aus betroffenen Sicht, dass man einfach nachfragen muss, bis man tatsächlich es richtig verstanden hat. Und wenn das vielleicht im Gespräch mit Arzt oder Ärztin nicht gut gelingt, gibt es ja auch noch uns, dann kann man sich eben zumindest, um die Sachinformationen abzuholen, an den Krebsinformationsdienst wenden. Möchte ich noch hier darauf eingehen, dass eben die Aussagekraft und die Vor- und Nachteile von den Nachsorgeuntersuchungen im Vorfeld besprochen werden sollten. Und zwar nicht und nicht nachdem die Untersuchungen gemacht sind, sondern wie gesagt davor. Und da habe ich einige Fragen zusammengestellt, die man als Betroffener oder Betroffene mitnehmen kann, um Nutzen und Schaden abzuwägen. Man kann sich also vorher fragen, wie belastend ist die jeweilige Untersuchung? Und man kann das natürlich auch, diese Frage auch dem Arzt stellen. Einerseits körperlich, aber eben auch seelisch, wenn ich auf ein Untersuchungsergebnis warte oder eines bekomme. Was sind die Vor- und Nachteile einzelner Tests oder einer einzelnen Untersuchung? Wie zuverlässig sind die Ergebnisse von diesen Tests oder Untersuchungen? Und ganz wichtiger Punkt, wenn das Ergebnis, hat das wirklich eine Folge für das weitere Vorgehen? Und wenn ja, wie sieht das weitere Vorgehen aus? Wäre ich bereit dazu, das tatsächlich dann auch zu machen, wenn es eine Behandlungskonsequenz zum Beispiel hat? Jetzt möchte ich noch auf den anderen Punkt von Frau Schillings Anteil eingehen. Sie hat ja auch gesagt, an wen wende ich mich, wer ist zuständig? Und das sind auch Fragen, die bei uns immer wieder ankommen, die Ansprechpartnersuche. Und da habe ich 2 Beispiele mitgenommen. Also die eine Patientin hat sich an uns gewandt, meine Betreuung im Klinikum ist nach meiner Krebserkrankung beendet. Jetzt ist meine Frauenärztin für die weitere Behandlung zuständig. Ich bin jetzt unsicher, weil in der Praxis vor allem Schwangere behandelt werden. Und die andere fragt, ich hatte Brustkrebs und gehe jetzt regelmäßig zu meiner Frauenärztin zur Nachsorge. Sie möchte zur Nachsorge noch einen Kollegen hinzuziehen. Ich habe bei einigen Kliniken, onkologischen Praxen und Brustzentren angerufen. Sie nehmen nur akute Fälle auf. Wohin kann ich mich wenden? Und dann noch eine Betroffene, die wir vorhin schon mal hatten mit Gebärmutterhalskrebs und die Therapie mit Cisplatin hatte. Sie hat seit Jahren Schwindelgefühle und Gefühlsstörungen der Hände, Darmbeschwerden und andere Beschwerden. Und die hatte uns geschrieben, ich war schon bei verschiedenen Ärzten. Niemand konnte mir zu Spätfolgen der Chemotherapie was sagen. Können Sie mir jemanden nennen, der mir solche Fragen beantworten kann? Also Sie sehen schon, es sind ganz viele Anfragen, die tatsächlich bei uns landen, eben mit einer solchen Ansprechpartnersuche.
Und deswegen auch hier nochmal, wer ist zuständig für die Nachsorge, greift ein bisschen das auf, was Frau Schilling schon gezeigt hatte in dieser Folie, wer da alles mit zu tun hat. Also häufig sind mehrere Ärzte involviert und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt Ambulanzen spezialisierter Kliniken, die niedergelassenen Fachärzte und wie Frau Schilling das auch schon gesagt hatte, natürlich der Hausarzt. Und bei uns kommen wirklich zahlreiche Anfragen nach Ansprechpartnern für die Zeit danach an. Und deswegen habe ich hier für die medizinische Ansprechpartnersuche ein paar Möglichkeiten, wo man gucken kann, zum Beispiel nach niedergelassenen Ärzten. Das eine ist, man kann sich zum Beispiel bei Selbsthilfegruppen oder im Bekanntenkreis Empfehlungen geben lassen. Es gibt bei den kassenärztlichen Vereinigungen des entsprechenden Bundeslandes gibt es Ärztelisten. Man kann über die Krankenkassen suchen und es gibt auch Portale zur Arztsuche, einerseits von den Krankenkassen. Das ist zum Beispiel Arztlotse. Also wenn man da im Internet sucht, kann man da fündig werden. Und wer nicht im Internet suchen will, der kann auch gerne sich an uns wenden. Dann helfen wir hier weiter. Und an der Stelle würde ich wieder übergeben zum Thema psychosoziale Nachsorge. Ja, vielen Dank, Frau Penzkova. Ich glaube, Sie haben einen extrem wichtigen Punkt jetzt angesprochen. Das ist die Kommunikation. Ich glaube, das ist so wie während des ganzen Behandlungsverlaufs, wie von der Erstdiagnose an, einer der wichtigsten Punkte, an denen wir alle arbeiten müssen, dass die Kommunikation gut läuft und eben keine Missverständnisse da bleiben, dass Patienten wirklich verstehen, warum entscheiden wir ärztlicherweise so. Also es ist ja niemals so, dass einer von uns, also ich spreche jetzt mal für alle Ärztinnen und Ärzte, dass ihnen irgendjemand was vorenthalten würde oder möchte, was dringend notwendig ist. Es ist nur manchmal eben schwierig klarzumachen, warum tolle Bilder nicht unbedingt eine tolle Behandlung oder ein tolles Behandlungsergebnis bedeuten. Also vielen Dank, Frau Penzkova, das ist ein super wichtiger Punkt. Und dann machen wir jetzt weiter mit der nächsten Folie, mit der psychosozialen Nachfolge. Gleich die nächste hinterher, bitte. Die ist nämlich genauso wichtig wie die medizinische Nachsorge. Also wir haben ja jetzt über medizinische Nachsorge gesprochen, aber genauso viele Gesundheitsprobleme, wie die Patienten beschreiben, haben sie auch nicht medizinische Probleme. Und das ist was meines Erachtens und meiner Erfahrung nach in der Nachsorge einfach auch immer komplett untergeht. Nächste Folie bitte. Man konnte zum Beispiel zeigen, das ist eine Kollegin aus Vancouver in Kanada, die dort die psychosoziale Nachsorge an einem großen Cancer Center leitet. Die hat die Erfahrung gemacht, dass Menschen nach einer Krebsdiagnose viel häufiger angstlösende Medikamente oder Antidepressiva einnehmen als Kontrollpersonen und das auch noch 10 Jahre nach der Diagnose. Jetzt haben wir ja gerade gehört, bei vielen Erkrankungen geht die strukturierte Nachsorge nur über 3 bis 5 Jahre und ganz wenig Gespräch findet eben genau zu diesen psychosozialen Themen statt. Bitte weiter. Es ist also ganz wichtig, dass wir uns um die psychosozialen Langzeitfolgen auch kümmern, die natürlich aus verschiedenen Dingen resultieren, Lebensstil, soziales Umfeld, der Charakter der Patientin, des Patienten spielt natürlich eine Rolle. Es ist eher ein ängstlicher Typ oder einer, der eher alles verdrängt. Manches ist auch einfach Folge des normalen Älterwerdens oder auch eben Folge von Langzeittherapiefolgen auf der physischen Ebene, also durch die Therapien. Nächstes Dia. Das habe ich mal subsumiert, psychosoziale Langzeitfolgen, über was reden wir in alle, also ganz häufig über Fatigue, das ist ein Riesenthema, aber auch Schlafstörungen oder wenn ich mir nichts mehr merken kann, wenn ich alles aufschreiben muss, das Körperbild hat sich verändert, es gibt sexuelle Funktionsstörungen, das ist übrigens auch ein Thema, was meistens komplett untergebuttert wird. Es geht bei den jüngeren Patienten um Unfruchtbarkeit und psychische Belastungen,
Erkrankungen. Manche Patienten bringen auch weitere psychische Erkrankungen mit. Es geht um die sozialen Folgen und um die beruflichen Belastungen. Und das, finde ich, gehört alles auch in die Nachsorge mit rein. Und wenn Sie sich an den Anfang meines Vortrags erinnern, an dieses Schaubild mit den vier verschiedenen Punkten, da war genau das auch ein Punkt. Nächste Folie. Psychische Belastungen, das ist nachgewiesen, da muss ich jetzt gar nicht im Detail einfach drauf eingehen. Es ist einfach so, dass Tumorpatienten ein höheres Risiko haben, eine Depression im Nachgang zu erleiden. Die Patientinnen und Patienten sind sehr hoch belastet im psychosozialen Bereich und bis zu 20%, und das ist ordentlich viel, haben eine posttraumatische Stressbelastung, um es mal so zu formulieren. Also der Bedarf ist hoch. Neue Folie bitte. Es gibt neben den psychischen Belastungen auch die ganzen sozialen Belastungen in der Familie, am Arbeitsplatz, soziale Ausgrenzung, weil man vielleicht nicht mehr so mithalten kann, oder Pflegebedürftigkeit. Also auch die sozialen Belange spielen eine große Rolle. Nächste Folie. Danke. Und auch dafür gibt es eine S3-Leitlinie, genauso wie für die Behandlung von verschiedenen Tumorarten und für die Nachsorge gibt es eine S3-Leitlinie für Psychoonkologie. Die ist gerade auch frisch abgedatet worden im letzten Jahr und wird sicher auch demnächst veröffentlicht. Und da steht drin, und ich will jetzt nur auf das Fettgedruckte fokussieren, die Psychoonkologie muss sich auch um die spezifischen Probleme und Langzeitfolgen bei Überlebenden einer Krebserkrankung kümmern. Also nicht nur um die Akuterkrankten, sondern auch um die Patienten, die in der Nachsorge sind. Nächste Folie. Das ist aber nicht dezidiert verankert. Also es gibt keine dezidierte psychoonkologische Nachsorgeleitlinie, so wie es Ihnen jetzt für die medizinische Nachsorge zeigen konnte, wo das dann auch klar festgelegt ist. Sowas gibt es in der Psychoonkologie leider nicht. Und es wird auch nicht flächendeckend geguckt, hat der Patient denn einen psychoonkologischen Beratungsbedarf oder einen sozialen Beratungsbedarf. Es gibt ja solche Screenings, das kennen Sie vielleicht aus der Akutmedizin. Wir nennen das Distress-Thermometer, wo man angibt, ich bin belastet zwischen 0 und 10. Das ist so ein typisches Screening-Instrument, das wird in der Nachsorge leider einfach überhaupt nicht angewendet. Das heißt, viele Probleme werden auch gar nicht thematisiert und angesprochen. Das ist sehr, sehr schade, muss man sagen. Nächste Folie. Das heißt, wir müssen uns auch um diese psychosozialen Belange kümmern. Und die Frau Penzkofer hat es ja auch schon angesprochen auf dem letzten Dia. Es kommen ganz viele Fragen von Ihnen. Wer kümmert sich denn um mich? Wer koordiniert denn das? Wo kann ich denn hingehen? Wo gibt es Anlaufstellen? Und da wollte ich jetzt einfach nur ein paar Beispiele schnell noch zum Schluss erwähnen. An vielen großen Tumorzentren gibt es mittlerweile Cancer Survivorship Programme. Also wir sind uns dessen durchaus bewusst, dass wir die Patienten länger als über die 5 Jahre hinaus betreuen müssen und dass es eben neben dem medizinischen auch einen großen psychosozialen Beratungsbedarf braucht. Deswegen gibt es diese Cancer Survivorship Programme an den großen Unikliniken, an den Kompetenzzentren, aber, und jetzt kommt das große Aber, es gibt es eben nicht flächendeckend. Es gibt dann Survivorship-Sprechstunden, es gibt Krebsberatungsstellen, da kommen wir gleich noch dazu, es gibt Gruppenangebote und, jetzt, weil ich auch Fatigue als eins der wesentlichen Themen in der Langzeitnachsorge sehe, gibt es auch Fatigue-Sprechstunden und dazu jetzt ein paar Beispiele noch, ganz schnell. Frau Goyen, bitte weiter. Genau, wir machen das zum Beispiel in Hamburg so, in unserem Tumorzentrum, wir haben eine Online-Sprechstunde, die heißt Zurück ins Leben und da können Patientinnen und Patienten in eine Videosprechstunde kommen. Das sitze ich für die medizinischen Fragen, da sitzt aber auch eine Psychoonkologin, die berät zu psychischen oder psychosozialen Belangen und es ist eine Sporttherapeutin mit an Bord,
die eben über Tertiärprävention beraten kann. Also Sport und Bewegung. Darf ich eigentlich mit einem Brustimplantat boxen? Darf ich rudern gehen? Was ist der beste Sport? Und so weiter. Das bieten wir kostenfrei an und das kann jeder Patient zweimal im Jahr bei uns eben kostenfrei nutzen. Und ich weiß, es gibt inzwischen auch eine Reihe von Angeboten in anderen Tumorzentren und Kliniken. Nächstes Beispiel. Für die Jüngeren haben wir auch so ein Programm, Psychoedukation, eine Gruppe plus Ernährung plus Sport. Auch da wollen wir eben ganzheitlich arbeiten. Und da ist das Tumorzentrum von Asklepios jetzt auch bei weitem nicht das einzige Zentrum, das sowas anbietet. Ich will nur auch natürlich ein bisschen Eigenwerbung für uns machen, aber der Werbeblock ist auch gleich rum. Fragen Sie zum Beispiel beim KIT nach, wo es solche Programme gibt. Also es gibt sie immer mehr, weil, wie gesagt, der Bedarf erkannt wurde. Nächstes Bild. Fatigue habe ich schon angesprochen, großes Thema für viele, eine der belastendsten Langzeitfolge. Was kann man da machen? Es gibt Selbstmanagementprogramme. Ich habe hier das abfotografiert, was ich persönlich am liebsten mag. Das nennt sich FIPS, nächstes Dia. FIPS kann man lesen, aber noch besser ist, man macht ein FIPS-Seminar in einer Gruppe, wo andere auch betroffen sind. Und wer bietet es an? In der Regel die Beratungsstellen der Landeskrebsgesellschaften. Und die gibt es flächendeckend, Gott sei Dank, überall. Das sehen Sie hier. Es gibt fast 130 Beratungsstellen der Landeskrebsgesellschaften, die alle Angebote auch kostenfrei für Patienten anbieten. Und dank Corona, es hat ja auch ein bisschen was Gutes, sind viele von diesen FIP-Seminaren jetzt online verfügbar und man kann dort viel lernen. Nächstes Bild. Es gibt Krebsberatungsstellen wie in Bayern, sehr vorbildlich, muss ich sagen, die sogar Fatigue-Sprechstunden anbieten. Also auch da gibt es Wege, dass man ihnen helfen kann. Und wie gesagt, im Zuge der Pandemie und der Digitalisierung sind viele, viele Angebote jetzt eben auch online erhältlich. Und falls hier ein Berliner zugeschaltet ist, das ist jetzt meine letzte Folie, auch die Charité bietet eine Fatigue-Sprechstunde an, die ist aber wirklich nur für die Berliner. Sie müssen im Stadtbereich Berlin wohnen, um das nutzen zu können, weil die Sprechstunde enorm gefragt wird. Aber was ich zeigen wollte und was die Frau Penzkofer jetzt auch gleich noch zeigt, ist, es gibt Anlaufstellen, bei denen zu denen Sie gehen können und wo Sie auch in dieser Langzeitnachsorge auch Hilfe bekommen. Vielen Dank. So, dann würde ich nochmal übernehmen und gleich an das mit einem Beispiel, mit einer Beispielanfrage nochmal die Fatigue aufgreifen. Und zwar hat sich ein Angehöriger bzw. der Partner einer Betroffenen an uns gewendet. Also es wenden sich nicht nur die Betroffenen selbst an uns, sondern wir haben auch eine große Anzahl von Angehörigen, die sich an uns wenden. Und der hat gefragt für seine Partnerin, die Ende 30 an Brustkrebs erkrankt war. Und eigentlich verläuft die Nachsorge sehr gut, denn die Betroffene hat keinen Rückfall, aber sie hat Beschwerden. Und er schreibt wirklich sehr eindrücklich, wie sehr so eine Fatigue tatsächlich beide offensichtlich auch belastet. Sie beschreibt das so, sie ist ständig müde, auch lange Schlafen hilft nicht, sie ist ständig völlig erschöpft und meint, ich könne mir nicht vorstellen, wie wenig Energie sie habe. Ich glaube, das beschreibt eigentlich so ganz gut diese Fatigue-Problematik. Und in diesem Fall ist es auch so, dass diese Fatigue-Problematik, also diese Fatigue zunächst da war, dann weg war und dann wiedergekommen ist und er sich auch fragt, ob das eben sein kann, dass eine Fatigue erstmal wieder zurückgeht und dann mit voller Wucht sozusagen wieder zurückkommt. Und das andere Problem, was man eben als, ja, es ist eine relativ lange E-Mail, die er uns geschrieben hat, was so ein bisschen dazwischen rauskommt, ist, dass bei der Betroffenen Zwischenblutung mit Schweißausbrüchen auftreten und dass sie auch seelisch sehr belastet ist.
In der E-Mail schreibt er am Anfang nur kurz, dass die Frau kinderlos ist und erwähnt solche Dinge wie, dass die Blutung eingesetzt hat nach der Chemotherapie zu ihrer großen Freude und dass die Situation psychisch sehr belastend ist, da grundsätzlich jedes Zwicken und jedes Symptom auf Krebs hinweisen könnte und von ihr auch so interpretiert wird. Und also diese E-Mail, in dieser E-Mail, weil das auch anspricht, eben, dass auch was Psychisches dahinter stecken könnte oder dass vielleicht ein Psycho-Onkologe da helfen könnte, haben wir dann da auch Ansprechpartner genannt. Und jetzt möchte ich zunächst mal noch bei der Fatigue sagen, wie kann man da zu Informationen kommen? Also es gibt auch noch die Deutsche Fatigue-Gesellschaft, die auf ihren Internetseiten Informationen dazu anbietet. Und Frau Schilling hatte ja auch schon die Fatigue-Sprechstunden erwähnt, die es bei Krebsberatungsstellen geben kann. Aber es gibt auch das Institut für Tumor-Fatigue-Forschung und die haben auf ihren Internetseiten tatsächlich auch Fatigue-Sprechstunden aufgelistet. Und da kann man auch mal gucken, ob man da vielleicht in der Nähe sogar was finden kann. Das andere, was hatten Sie ja schon gesagt, Frau Schilling, dadurch, dass wir Corona hatten und vieles online möglich ist, muss man vielleicht auch nicht unbedingt hinfahren. Vielleicht kann man da auch ein Online-Angebot nutzen. Und ich habe auch im Chat schon gesehen, dass es jetzt gerade auch zu diesen psychosozialen Aspekten einige Fragen gibt und natürlich dann auch die Frage, wohin kann ich mich wenden? Wie finde ich denn ein psychosoziales Angebot? Ich wollte nur noch mal kurz so ein bisschen zusammenfassen, welche Fragen bei uns dazu landen, eben einerseits die Frage, wer hilft bei Fragen zu Auswirkungen auf das tägliche Leben, denn es ist ja nicht nur die psychologische Seite, sondern es kann ja auch einfach die Kinderbetreuung eingeschränkt sein. Ich kann nicht mehr zur Arbeit gehen. Es kann sein, dass pflegerische Unterstützung nötig ist. Wer kann eben dann mit vielleicht psycho-onkologischen Angeboten bei der Krankheitsbewältigung unterstützen. Also es ist ein ganz großer Bereich, der jetzt mal nicht medizinisch ist, eben sondern diesen psychosozialen Bereich betrifft. Und da ist natürlich immer die Frage, wo kann ich mich dahin wenden? Und Frau Schilling hat es ja auch schon gesagt, Krebsberatungsstellen sind da eine gute Anlaufstelle. Einige Krebsberatungsstellen bieten auch erste Anlaufstellen für psychische Unterstützung. Wenn es dann in Richtung einer psycho-onkologischen Therapie oder intensiveren Begleitung geht, dann wären eher die Psycho-Onkologen die Ansprechpartner. Aber man kann sich auch mit verschiedenen Fragen an den Hausarzt oder an die Fachärzte wenden und die können dann vielleicht auch in der Region vermitteln und weitere spezialisierte Ansprechpartner nennen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Selbsthilfe, wo man sich vielleicht hinwenden kann und nachfragen, ob jemand einen Ansprechpartner nennen kann. Wie finde ich jetzt eine Krebsberatungsstelle? Das gibt auf unseren Internetseiten im Bereich Service. Gibt es ein Beratungsstellenverzeichnis, das von einer unserer Mitarbeiterinnen wirklich sehr intensiv gepflegt und aktuell gehalten wird. Und da kann man nach Postleitzahlen suchen. Und wenn man da nicht fündig wird, kann man auch eine Umkreissuche machen, wo also die nächstgelegene Krebsberatungsstelle ist. Und dann kriegt man auch Auskunft, welche Angebote diese Krebsberatungsstelle hat, wann sie geöffnet ist und so weiter. Und dasselbe gilt auch für Psycho-Onkologen. Psycho-onkologische Praxis finden ist auch auf unseren Internetseiten zu finden. Und auch hier gibt es eine Suche nach Postleitzahl und Ort. Und wie gesagt, auch hier wird dafür Sorge getragen, dass in regelmäßigen Abständen machen wir hier Aktualisierungsumfragen, dass dort eben auch psycho-onkologische Praxen zu finden sind, die es auch tatsächlich gibt. Und Sie finden auf unseren Seiten auch hier Selbsthilfegruppen, Patientenverbände. Wenn Sie da jemanden suchen, dann können Sie sich da auf den Internetseiten beim Krebsinformationsdienst informieren. Wenn Sie nicht selber suchen wollen, dann helfen wir Ihnen auch gerne. Sie können anrufen oder eine E-Mail schreiben
Und es sind tatsächlich, ist es auch so, dass wir ein paar Psycho-Onkologen in unserer Datenbank haben, die nicht über dieses Online-Verzeichnis abzurufen sind. Manchmal möchten die das nicht unbedingt, können aber zur Verfügung stehen, wenn sie tatsächlich uns anrufen. Das heißt, im Zweifelsfalle lohnt sich ein Anruf. Jetzt möchte ich zu unserem gemeinsamen Fazit kommen. Sie haben gesehen, Studien mit Langzeitüberlebenden zeigen, dass Betroffene auch noch 5 oder mehr Jahre, nachdem die Primärbehandlung zu Ende ist, unter ausgeprägten psychischen und sozialen Belastungen leiden, wobei sich diese Probleme oft gegenseitig verstärken. Das Gleiche gilt auch für die Angehörigen ehemaliger Krebspatienten. Und die Zahlen und Tatsachen lassen keinen Zweifel daran, wie wichtig es ist, die gesundheitlichen und die psychosozialen Belange von Krebsbetroffenen zu verstehen, zu thematisieren, zu adressieren und für eine adäquate Langzeitversorgung zu sorgen. Und die medizinisch-wissenschaftlichen Leitlinien, das ist mir nochmal wichtig, geben Empfehlungen und Hinweise zur Nachsorge. Es sind keine rechtlich bindenden Strukturen. Und es gibt viele Untersuchungen, die in der Krebsnachsorge möglich sind. Nicht alle sind sinnvoll. Und es muss im individuellen Fall entschieden werden, welche gemacht werden sollten. Am besten gemeinsam. Da kommen wir zu dem Kommunikationsaspekt. Es ist ganz wichtig, die Kommunikation über die Aussagekraft und mögliche Folgen einer Untersuchung oder eines Tests sowie über Beschwerden und das möglichst eben bevor eine Untersuchung oder ein Test durchgeführt wird. Und gerne unterstützen wir als Krebsinformationsdienst Sie bei der Suche nach Ansprechpartnern für sowohl die medizinische Nachsorge als auch für die psychosozialen Aspekte.